Wir spielen jetzt das Stück Mustang Sally. Also Mustang ist eine Automarke. So, da kommen auch schon die Ponys. Und wenn dann da ein Sattel drauflegen würde, ihr beiden, dann könntet man schon damit reiten, oder? Oh, wenn jetzt die Schnur reißt. Könnt ihr jetzt was hören? Na Gott sei Dank, ich dachte schon, die wäre taub. Das ist total nett. An der Stelle hat noch nie jemand geklatscht. Dankeschön. Okay, feste Daumen drücken. Fester, fester, fester. Dankeschön, habt ihr gemacht. Verfolgt den Apfel mit den Augen. Wo ist er denn jetzt? Oh ja, ich hab ihn. Ich frage den Rechtsanwalt, darf man bei 110 schon Schluss machen beim Segel? Normal nicht, ne? Jein. Was verdient eigentlich so ein Rechtsanwalt? Zum zweiten und 160. So, jetzt, ja. Jetzt laufen einige hier auf. Ja, guck mal, ich glaube, das macht psychisch einen derart großen Druck. Ja, natürlich. Machen wir gleich nochmal. 160 zum ersten. Drei, ah! Wow, da war ja noch einer. Ihr könnt wieder aufhören nachzudenken, das reicht schon. Halt den Arm steif! Detlef! Detlef, wir schaffen das! Ey, Detlef, du kannst doch nicht einfach loslassen! You're gonna be what you're weeping. Lass dich doch von dem Typen nicht ausstechen! Ich, 180! So, da, 180! Jetzt zeig doch mal, wer hier die Hose anhat! Wenn der Stück erkannt haben, schreiben Sie auf eine Postkarte, schicken Sie an Matthias Bonger und beschweren Sie beim Sender. Bitte. Bei uns haben wir schon mal zum Beispiel die Demo gefahren haben. Ist das mit einer automatischen Disqualifikation dann verbunden? Wir kriegen heute Abend Ich finde das sehr schön, dass du das so machst, damit auch keiner psychisch Schaden nimmt, wenn er hinten platziert ist. Aber wer war denn jetzt letzter? Ja, na, kein Kommentar. So, warum? Weil ich heute das erste Mal gesegelt bin. Ja, so, das, so redet man. Ja. Wenn Sie übrigens das erste Mal geritten sind, müssen Sie kein Pferd kaufen. So, das ist ein wertiges. Du kannst gar nicht Fahrrad fahren. Nicht? Frag deine Kinder, die bringen dir das bei. Gut. Jetzt kommst du mal mich mit solchen Klecker betreten. Der Brauchitsch, der Eberhard, der hat ganz andere Suppe gespendet. Also wir geben vom Restaurant Asi, wir haben ein sehr schönes großes Menü, was insgesamt aus 9 Gängen besteht. Und das geben wir für 2 Personen inklusive begleitender Getränke. Normalerweise würde man sagen, ich kam richtig schön strunken nach Hause. Das heißt im Fachdeutsch mit begleitenden Getränken. Also wie sie ja die Lose zieht, also die bringe ich ganz groß raus. Da war ich total Superstar draus, ehrlich. Du musst mal für mich vorsingen, so, weißt du? Ricky, don't lose my number. So, hast du verstanden? Nein. Ja, gut. Alter, also in deinem Fall auf jeden Fall die Lehre zu Ende machen. Das geht ja gar nicht, ey. Also echt. Er droht ein bisschen da wie Johnny Depp, finde ich.
Also alle Promovierten und mit der Professur Ausgestatteten, die finden wir auf den letzten fünf Plätzen. Was ich euch noch sagen wollte, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meiner Show. Wenn ja, erzählt bitte weiter. Wenn nicht, behaltet es für euch. Das war's mit Topolino. Vielen Dank und schönen Tag noch. Macht's gut, Jungs.